Ein Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja, wie immer noch, bis der gute Knight erkältet. Ich nehme hier immer noch am Montag, dem 30. März auf, und das wird jetzt aber auch die letzte Aufnahme sein. Diesen Part werdet ihr jetzt hier am Freitag sehen, und ich denke mal, zu dieser Zeit wird es mir auf jeden Fall jetzt schon besser gehen als zur Zeit, wo ich jetzt aufnehme. Hoffe ich zumindest mal, und dann werde ich auch wieder aufnehmen können, aber. Naja, ich werde jetzt danach nicht mehr weiter aufnehmen, weil mich das einfach zu sehr anstrengt von der Stimme her, wenn ich rede. Und deswegen lasse ich das lieber. Und naja, auf jeden Fall, ich habe ja im letzten Part wieder ziemlich mies gecuttet. Und jetzt geht's natürlich weiter. Und nun ja, mal schauen, wo uns was hinführen wird. So, hi. Oh Mann, und ich sorge direkt für Streit. Ich wette, das war nicht geplant. Naja. Dann komm her. So. Und du auch noch. So, waren ja zum Glück nur die zwei. Und ich finde es manchmal echt komisch, dass kein Sound kommt, wenn man den zweiten erledigt. So, jetzt schaue ich mal Ebel. So, gehe ich hier hoch. Schalte den aus. Oh lol, die werfen eine Bombe hier hoch. Sind die verrückt? Ich glaube, die spinnen. So. Und natürlich kommt man hier nicht rein, weil wir nicht anonym sind, ist klar. Ah, jetzt sind wir aber anonym. Super, jetzt können wir hier rein. Shay, wie schön, euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitte schön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Also doch, Hope. Natürlich. Und keiner wundert sich. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit ihnen, Master Cormac? Nein, nein. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel. Was ich persönlich bei Shay cool finde, ist ja auch so dieser Konflikt zwischen seinen alten Brüdern, weil... Dieser Prototyp scheint sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac. Es ist ja nur Unsere so. Spione sagen, ah, das erkläre ich jetzt mal kurz so. Es ist ja so, dass einfach Shay hat ja nichts gegen die Person gehabt. Er hat ja nur was gegen die Ziele der Assassinen, beziehungsweise gegen die Ziele, die er glaubt, dass die Assassinen haben. Vielleicht ist es ja auch ganz anders, ich weiß es ja nicht. Und deswegen, er mochte ja Liam und Hope und alle anderen. Deswegen ist es, glaube ich, für ihn schwierig. Und ich finde es witzig, dass aber keiner sich wundert, dass Shay halt anders aussieht. So, keine Ahnung, Haare zurück, zum Zopf, rasiert. Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Okay, alles klar. Der Granatwerfer ist eine starke Fernwaffe, die Splitter, Berserker und Schlafgranaten verschießen kann. Granaten können Gemischwarenhändler gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Alles klar. Nichts leichter als das. Too easy. Auf, Master Cormac. Schießt auf die Tür. Nehmen wir mal die Splittergranate. Pff, ach ja. Why not? Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur, voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New York verfolgen oder... Alles klar. Das ist mein erstes Ziel. Nun gut, dann werden wir die Typen natürlich ausschalten. Umso besser. So, wir sollen natürlich ein paar Soldaten,
mit den Splittergranaten töten. So, ich denke mal, dafür gehen wir aufs Dach. Und was ist hier eigentlich die ganze Zeit so am Brodeln? So, und ich muss niesen. Oh Mann, also Leute, ne, ihr seht, ich bin viel zu erkältet, um aufzunehmen. Und, naja. So, und ich muss drei Wachen mit einer einzigen Granate töten. Ach so. Kann ich vielleicht das ganze System ausschalten? Wow, eine ganze Fabrik hier, krass. So, jetzt frage ich mich, was das für ein komisches Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund ist. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich drei Wachen auf einmal finde. So. Ist halt die Frage. Vielleicht können wir da mit einem Knallkörper erstmal welche anlocken. Wo haben wir denn welche? Da, Knallkörperpfeil. So, da stellen sich jetzt schon mal zwei Leute hin. So, schauen wir mal, dass die alle nach da gehen. Weil das wäre echt cool. Und dann eine Splittergranate. Müsste ich eigentlich alle treffen jetzt. Ha! Das schon mal geschafft. So. Und jetzt 10 Wachen schlafen legen. Schaffen wir bestimmt. Schlafgranate. Okay. Ist jetzt die Frage, da locken wir auch wieder, glaube ich, alle mit dem Knallkörper an. Nach hier, würde ich sagen. Oh, der springt sogar runter. Wie toll. So, drei von denen haben wir schon mal schlafen gelegt. Ui, da ist noch einer. Oh, den leider nicht getroffen. Schade. So, ah, vielleicht kann ich die, wenn die wieder aufwachen, ja nochmal schlafen legen. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich sehen. Wenn die wieder aufwachen, ob das klappt, wäre ziemlich witzig. Ja, funktioniert sogar. Cool. Ach, schade. Der Typ ist nicht reingelaufen. Schalten wir den da hinten einfach mal aus. Ah ne, so weit kommen wir leider nicht. Schade. Na gut, dann müssen wir halt warten, bis die wieder aufwachen. Oder können wir nach da hinten schießen? Ah ne, können wir leider auch nicht. So, die direkt wieder schlafen legen. Ah ne, hat nicht gewirkt, verdammt. Und ich habe keine Granaten mehr, scheiße. Und hier können wir uns keine Munition mehr holen, na toll. Klasse. So, schnell mal hier Munition holen. So, die Pappenheimer stehen jetzt wieder hier oben. So. So, 7 von 10 haben wir. Gehe ich mal nach hier hinten einfach. Achso, Shay, und du kommst hier nicht durch, oder was? Also jetzt aber, okay. Ja, Shay, du darfst gerne hier rüber. Bitte. So, damit haben wir 8 von 10. So, und eine Granate bleibt mir jetzt noch. Damit muss ich gucken, dass ich, die restlichen zwei erledige. So, und Shay, du kannst hier immer noch runter. Oh, verdammt. Nicht gut. Gar nicht gut. So. Die beiden Pappenheimer müssen jetzt nur kommen. Nein, verdammt, ich habe den einen nicht getroffen. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. So, das bedeutet, wir müssen uns neue Munition besorgen. Hey! So, verdammt. So, komm her. Schnell Munition holen. Ah, du blöder Wichser. Und scheiße Granate. Aber dich legen wir noch schlafen, keine Sorge.
So. Und jetzt kann ich mich um die Typen ja kümmern. Komm nur her. Ho, der Killmove war geil. Au, oh, du Arschloch. Yo, wie du überlebst das? Ich glaube, ich gehe kaputt. So. Splittergranate, ole. So, da ich glaube, die Tore könnten mich ja auch kaputt schießen. So, und noch die letzte. Auf jeden Fall eine coole Mission, muss man sagen. Tolle Gadgets, die man hier bekommt. Ich muss hier raus. So. Oder ich bin so gut wie tot. Alles klar. Dann raus aus dem Bü- Wow. Heftig. Eieiei. Nur ich glaube, jetzt sind wir noch bekannter. Ah, welch herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aus sehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Ihr habt New York von einigen Ratten befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich's nicht, aber ich bin hoch erfreut. Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel. Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt, ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch. Nun gut. Haltet die Freunde in der Nähe. Das haben wir geschafft. Klasse. Und ja, ich muss schon wieder Liesel. Eieiei. Och, Leute. So, William Johnson. Erinnert mich an Assassin's Creed 3. Da kommt der Typ auch vor. Ich spoilere jetzt nicht. Kann ja sein, dass manche Assassin's Creed 3 noch nicht gespielt haben. Von daher sage ich jetzt nichts. Nordatlantik, 1757. Verehrter Master Cormac, verzeiht die Kürze meines Schreibens, aber es ist an der Zeit, ehrlich zu sein. Ihr habt der Templer-Sache eure Verbundenheit und Findigkeit bewiesen und das trotz und vielleicht gerade wegen eures Assassinen-Ursprungs. Das Manuskript, das die Assassinen suchten, war schon länger in meinem Besitz. Ich nahm es, als meine Männer euch fanden. Der Großmeister selbst beauftragte mich, seine Bedeutung zu ergründen. Eine Aufgabe, an der ich gescheitert bin. Ich übergebe sie an euch, Master Cormac. Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue. Heute verlasse ich Fort William Henry, eine schlecht gerüstete Garnison, umgeben von feindlichen Indianern und der französischen Armee. Wir haben Verstärkung angefordert, aber ich bezweifle, dass sie rechtzeitig eintritt. Ich hege keine Illusionen über den Ausgang unseres Widerstandes. Ich übereigne mein Leben der britischen Armee und meine Seele dem Vater des Verstehens. Ergebenst, Colonel George Monroe. Okay, alles klar.
das Ruder der Morrigan übernehmen. Werden wir gleich machen, aber erstmal gehen wir hier zur Flotte. Beziehungsweise sind auch gleich bei, wir sind bei 15 Minuten angekommen. Das heißt, das Ruder werde ich dann erst übernehmen, wenn im nächsten Part. So, weiterspielen. Weiterspielen. So. Weiterspielen, alles klar. Jetzt schaue ich kurz. Erstmal unsere Flotte. Müssen wir erstmal reparieren. Alle Schiffe im Dock reparieren. Genau, das ist doch schon mal ganz gut. So, nee, dieses Schiff möchte ich nicht verkaufen. So, und jetzt gehen wir hier zu Missionen. Und dann schauen wir mal kurz. Florida, Savannah. Hier, Barbados. So. Genau, die hat 100%. Schiff versenden. Schauen wir hier bei Savannah. 100% erreicht aber leider nicht das, was wir brauchen. Das hat 96%. Wenn wir die Route einfach mal sichern, würde ich sagen. So. Alles klar. Hier können wir auch noch ein Schiff wählen. Auch wenn wir es nicht brauchen. Aber Schlacht beginnen. Sollte schnell gehen. Aber wir können auch die Schlacht überspringen. Ach, das ist cool. Super. Na gut, dass wir das hier siegreich sind, war mir schon klar. Gut. Super. Das ist schon mal ganz toll, dass wir das überspringen können. Und jetzt können wir hier das Schiff auch senden. Und jetzt schauen wir mal hier bei Florida. Ach, schade. Erfordert leider beides nicht, die Kapazität. Schade. Naja, egal. Gut, dann haben wir ja ein paar auf Missionen geschickt. Das ist ja schon mal gut. Jetzt schauen wir hier zur Morrigan-Verbesserung. Da hatten wir nämlich, glaube ich, auch irgendwas. Ich glaube, wir konnten nämlich die... Genau, wir hatten jetzt genug, um die Breitseitenkanonen zu verbessern. Dann machen die mehr... Nee, da kriegen wir... Genau, wir kriegen, glaube ich, zwei Kanonen wieder dazu. So. Bestätigen. Das war unser ganzes schönes Geld wieder weg, aber was soll's. Jetzt haben wir ein paar Breitseitenkanonen mehr, sprich, wir machen natürlich auch mehr Schaden. So, ein bisschen Geld konnten wir uns auch abholen. Okay, gut. So, verlassen wir mal unsere Kapitänskajüte. Wie die sich mal freut, wenn wir hier was Neues haben in unserem Schiff. Super. Gut, ich bin auch echt gespannt, wie das Deck aussieht, wenn wir hier die letzte Rumpfpanzerung haben. Die wird dann bestimmt sehr edel sein. Naja, gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, bevor wir das Ruder der Morrigan übernehmen, beende ich jetzt hier den Part und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Bis dahin würde ich mich über meinen Daumen nach oben freuen. Adios, amigos.